Und da sind wir wieder. Wieder unterwegs zu der nächsten Kampagne. Um diesen kleinen Wichser unsere Schwester zu entreißen. Wenn wir in der letzten Folge nicht dabei war, der Typ hier, ach, irgendwas mit D, hat unsere Niki entführt und dafür sollen wir jetzt irgendeinen Typen überwachen oder was auch immer, den zweiten Hacker bei dem ersten Einsatz damals. Ja, wir sträuben uns da so ein bisschen gegen, aber uns bleibt wohl gerade nichts anderes übrig. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal hin und schaue mich, was bei dem nächsten Kampagnenpunkt erwartet. Sind auch gleich da. Es muss doch einen Weg geben. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Niki frei. Ob ich ihm glauben kann? Egal. Ich habe leider keine Wahl. Okay, ich soll jetzt hier hoch zu meinem. Okay. Das weißt du doch genau. Ich behandle dich also wie drei. Danke. Na, willst du bei Blumen anrufen? Terrell Freeman? Bist du sehr beschäftigt, auf deinem Smartphone rumzuspielen? Ich merke das schon. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Damien, so heißt er. Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja? Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2OS-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut? Wenn du fertig bist. Komm her. Was ist denn los? Und so. Los! Es geht, Junge. Auf, da drüben. Der Balkon. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Aiden, das Motelschild. Hier kommt Verstärkung. Wo? Aiden, gib mich in die Deckung.
jetzt schiebt die mich weg. Alter Schwede. Alter. Hier nicht, oder was willst du mir erzählen? Wir haben euch gehört, sind da! Die kommen von vorne! Ja, ist mir scheißegal, jetzt geht's ab hier. Der ganze Scheiß. Echt? Wo kommen die Leute her? Clara, hier lang! Wir brauchen jeden verfügbaren Mann! Was wollen die denn? Wer sind die? Hier kommt Verstärkung! Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Alter, ehrlich, wie langsam bist du? Was tust du, Alter? Die steigen nicht rein. Oh, oh. Das bringt die alle. Das Ziel ist in Bewegung, aber ich hab ihn. Sie fährt oder was?
Steigst du nur ein oder nicht? Kameras werden wir. Ich erledige das hier. Was tust du denn? Geh doch! Die stellen uns eine Falle! War das jetzt für eine Scheiße? Ja, bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Inder. Weiß sie nicht, wer ich bin oder was? Alter. Da. Im Fernsehen zeigen sie ein Feuer im Owl Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich hier etwas wie die anderen gemacht? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieß es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauche deinen Kopf im Spiel. Hey, meine Süße, dein Bruder will reden. Hayden? Jax? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Hayden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne den hier. Er ist nicht verrückt. Er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Okay. Was, Sack? Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lasse sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Ja.
Ich habe alles verloren. Meine Festplatten, den Netzwerkzugang. Okay, ich muss wieder online gehen. Wo ist Clara? Vorsicht, Aiden. Zieh sie nicht mit rein. Hier. Danke. Diese Männer. Wer sind die? Ich weiß nicht. Die müssen irgendwie die CTOS-Suche bemerkt haben. Deshalb wollte ich dich sehen. Detzek sagt, dass noch jemand den Systemhack hat. Ich nahm ihn und gab ihn dir. Warte mal. Ausgeschlossen vermehrt es niemand. Wir müssen einander vertrauen. Ich habe keine Zeit, dich zu beruhigen. Tut mir leid. Wenn du mir nicht traust, kann ich das nicht ändern. Jemand zerschießt mein Motelzimmer. Meine Schwester ist fort und ich habe nichts. Du bist zurzeit nicht meine Priorität. Nein, das weiß ich. Schon klar. Kennst du dich hier aus? Irgendwo in der Nähe soll das erste Testgelände für das CTOS sein. Man nennt es den Bunker. Vielleicht ist es auch nur ein Ammenmärchen. Der Bunker? Mit Zugang zur gesamten Stadt? Unbemerkbarer Zugang. Ich habe Monate darüber recherchiert. Stadtplanung, Zoneneinteilung, Dinge, die niemand wissen soll. Auf jeder Karte ist ein leerer Fleck. Genau da drüben. Etwa. Und deine Motelkaution kannst du vergessen. Finden wir es. Ich hab schon gedacht, die Knutschen. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Unbemerkter Zugriff auf die ganze Stadt. Das könnte ich gut gebrauchen. Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Tobias Free. Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Frewer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Droge. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe, im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. Detzek versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz eine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Ist er. Im Aumotel gab es heute eine Bandenschießerei, die zur Explosion einer Gasleitung führte. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei da. Versucht den Fall. Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarkt. Manchmal findet man seltene Baupläne. Mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht.
Ich sehe mich mal um. Nettes Setup. Sehr viel Technik für so einen Ort. Was gibt's? Ich bin mitten in einem Pokerspiel. Da sind Leute bei deinem Shop. Na und, der ist zu. Warte, wie sehen die denn aus? Keine Ahnung, Mann. Eine Punkerin und ein... Dann bleibt er zu. Vielleicht lassen sie mich mitspielen. Eine Pokerrunde. Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Was geht denn jetzt? Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Flora finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Da sind sie. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Nicht die richtige Kappe. Ach, scheiß drauf. Alles nur einmal im Jahr. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. Ganz eigenartig, wie schnell ihr da seid, meine Freunde. Fallen sein Wagen! Ist ausgestiegen? Oh mein Gott, ehrlich jetzt? Sorry. Er ist der Schlüssel zu Claras Insel. Ich muss zu einem wichtigen Pokerspiel. Da können meine Ladung, da kann meine Ladung schon mal echt granatentechnisch geladen werden. Oh, fahren wir ein schickes, exquisit. Gott, das ist doch kein Auto. Dass sich sowas manche Leute kaufen. Wahrscheinlich der Prius von Watch Dogs. Ich könnte wetten, jetzt fahre ich ein Stück zu weit außerhalb. Ja, dachte ich mir. Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Einer von den Typen muss Tobias sein. Ja, jetzt spiel ich Poker. Bin dabei. Oh Gott. Jawohl, geht ab.
Reden die auch oder nicht? Was ist denn mit ihm? Warum ist er so grau im Gesicht? Das ist doch wirklich nur das Licht. Ach du Scheiße. Da liegt er gar nicht zu fahren. Ich calle. Wer bist du? Ich kenn dich nicht. Ich kenn ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? Tobias! Stopp! Rennt der zu Fuß? Ja. Doch, deswegen verfolge ich dich doch, du. Stell dich doch jetzt nicht so an. Dir genau nachlaufen sollen. Ich wusste nicht, dass ich mich nicht zwischen einem Boot durchschmuggeln kann. Schießt du jetzt? Junge, jetzt wird doch mal nicht böse hier. Nettes Gelände. Das ist das Bonzenviertel hier. Ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias, ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So was mache ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja, fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich bau alles. Scheint so. Kaufen Sie bereits fertig hergestellte Tools. Jamcoms, Blackout und CTOS-Scans. Oh, nicht schlecht. Telefonanruf? Na? Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt.
Waffe? Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Ich sag doch Telefon. Hey, übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie? Mit einem Keks? Keine Ahnung. Sei kreativ. Gut. Wir sind uns mal wieder am Wegpunkt. Oh, wieder da unten. Meterangaben und so, das hat irgendwie länger dauert als man sonst fand. Wow! Na, jetzt geht schon wieder die ganzen Aufträge und so los, nicht, dass gleich wieder einer in mein Spiel eindringt. Jetzt mal Werbung machen. Na, das war ein Front Wheelie mit Drehung und wieder aufsitzen. 10.000 Punkte. Wollt ihr?